Nach 9 Jahren ist Schluss, wie der Berliner Kurier berichtet, trennt sich Jordan Torunariya von seinem langjährigen Berater Thomas Zorn. Stattdessen steht der Innenverteidiger von Hertha BSC Berlin nun bei Roger Wittmanns Berateragentur Rogon unter Vertrag. Für Wirbel sorgt jedoch die Art und Weise, wie die Trennung von Zorn erfolgte. Demnach habe sich Torunariya am 24. September lediglich per SMS bei Zorns Agentur Thomas Zorn Sportmanagement gemeldet. Ja, es kam zu einem Wechsel, bestätigte der 31-jährige Berater, der über die fragliche Art und Weise mehr als verärgert schien, das hätte ich von ihm nach 9 Jahren Betreuung und guter Zusammenarbeit so nicht erwartet. In den vergangenen Tagen habe Zorn noch einmal das Gespräch mit dem Innenverteidiger gesucht, blieb dabei aber erfolglos. Für Aufruhr sorgte er, als er vor einigen Monaten öffentlich seinen Unmut über die mangelnde Spielzeit Torunariyas äußerte. Jordan hat den Anspruch, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen und sich im Verein, aber auch bei der U21-Nationalmannschaft, festzuspielen, wurde er damals in der Bild zitiert. Bei der Trennung setzte Jordan Torunariya nicht gerade auf die feine englische Art. Zu dieser Zeit machte Torunariya selbst seinem Ärger in den sozialen Medien Luft, geriet infolgedessen in einen Konflikt mit Trainer Pal Dardai. Dennoch wollten die Berliner ihr Eigengewächs im Sommer nicht abgeben, vielmehr spielt Torunariya eine wichtige Rolle für die Zukunft. Vor seiner Verletzung an der Achillessehne absolvierte er 4 Pflichtspiele von Beginn an. Im Sommer wurde ein vermeintliches Interesse von Vereinen wie Eintracht Frankfurt, dem FC Valencia oder AS Monaco abgeblockt. Wittmann freut sich auf die Zusammenarbeit. Wie weiter berichtet wird, habe Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz mit Zorn zeitnah Gespräche über eine Vertragsverlängerung führen wollen, doch von nun an wird sich Preetz an einen anderen Berater wenden müssen. Wie mittlerweile bekannt ist, wechselte Torunariya zu Rogon. Geschäftsführer Roger Wittmann, der bereits Spieler wie Roberto Firmino, Thilo Kehrer, Julian Draxler oder Marcel Sabitzer von seiner Agentur überzeugen konnte, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Neuzugang. Ich halte große Stücke auf Jordan. Man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass der Junge Karriere machen wird. Er ist ein wohlerzogener Spieler, der Manieren hat. In den ersten Gesprächen hatte er nicht den Eindruck, dass Jordan unzufrieden in Berlin ist, weshalb wohl auch in Zukunft kein Wechsel vor der Tür steht. Insgesamt ist Torunariya der 5. Herthaner, der bei Rogon unter Vertrag steht. Die weiteren Akteure sind Arne Meyer, Peter Pekarik, Sinan Kurt und Pascal Köpke.